Björn Höcke wird also nicht aus der AfD ausgeschlossen. Und AfD-Sprecher Jörg Meuthen hat in einem Radiointerview erklärt, warum. Wir sind eine Partei, die den Anspruch hat, Volkspartei zu sein. Und das heißt, wir haben ein relativ breites Meinungsspektrum. Genau, ein breites Meinungsspektrum von rechts bis ganz rechts. Björn Höcke hat ja in seiner Dresdner, ich nenne sie mal Bierpalast-Rede, einen vollständigen Sieg der AfD gefordert. Er hat vom Holocaust-Mahnmal als einem Denkmal der Schande gesprochen. Er sagt, Deutschland hat immer noch die Geistesverfassung eines total besiegten Volkes. Das ist seine Wortwahl. Er will den deutschen Schuldkult beenden. Dann haben Sie auch das Gefühl, dass um unsere historische Schuld viel zu viel Gewese gemacht wird? Ja, dieser Schuldkult hat uns doch immer gelähmt. Hätten wir Deutschen uns nicht immerzu mit unserer eigenen Schuld beschäftigt? Was hätte aus uns werden können? Wie anders hätte die deutsche Geschichte aussehen können? Stolz und aufrecht hätten wir vielleicht in den 60ern ein Wirtschaftswunder schaffen können. Oder wären später zu einer politischen, wirtschaftlich führenden Nation in Europa geworden. Ohne diesen Schuldkult. Wir hätten mit den anderen Weltpolizei spielen dürfen und unsere tapferen Soldaten wieder in die Welt schicken können. Ich sag mal Balkan vielleicht oder Afghanistan oder irgendwo in Afrika. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. So ist alles ganz, ganz anders gekommen. Falls Sie Höckes Rede nicht gesehen haben, weil Sie keine Lust hatten oder gerade keinen Eimer zum Kotzen zur Hand, hier noch mal die Highlights. Hey, der Straff mit Hüfensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lage Werden und der Sauerkraut schön, drum, wenn ihr wisst, ein Straff in der Biesensekt, der Knütz, die Pleiner Straff, weil nur die Parteien Stritz mit Sekt, Hüfensekt, der Hüfen, ein Zistraffen. Mehr muss man davon nicht gesehen haben. Und, mehr wollen wir auch gar nicht verbreiten.